Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Ja, zu einem weiteren Teil des Walkthroughs von Dark Souls 2 Soul of the First Sin, Part 3, um genau zu sein. Ja, wir haben ja das letzte Mal hier die Abkürzung freigeschalten und haben hier noch ein paar, ja, sagen wir mal, Items mitgenommen, haben das Gebiet abgeschlossen und jetzt geht es eigentlich auch direkt weiter. Da kommt jetzt der nächste um die Ecke. So, dann machen wir jetzt den hier mal kaputt. Wo kommst du denn auf einmal her? Alter, au! Nein! Okay, dann mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, komm her. Okay, da hatten wir jetzt einfach nur schweinisches Glück, Freunde. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Genau. So, jetzt haben wir die hier erledigt. Dann gehen wir jetzt hier runter. So, dann sprechen wir jetzt mit einem weiteren wichtigen NPC. Und zwar dem guten Pate. Hallo da. Ja. Well, oh, my name? Mhm. Be careful. So. I saw that. I was with the rather. I still. I'll leave this. Genau, das sagt er jetzt. Wir müssen jetzt dann hier durch das Tor durch. Probiert's aber trotzdem was. Wahrscheinlich werden wir jetzt kläglich versagen. Aber... Oh! So. Okay, jetzt vorsichtig, Freunde. Da kommen gleich ganz, ganz, ganz viele raus. Mhm. Das haben wir schön gemacht. Hätte ich mir gar nicht so einfach vorgestellt. Ich habe jetzt gedacht, wir kriegen da voll eine auf den Sack. Und dann hauen wir uns gleich einen Lebensstein rein. Und gehen dann dort hinein. Eine grüne Blüte nehmen wir auch noch mit. So, die haben ja geschossen. Jawohl. Haben wir gleich einen Zauber bekommen. Jetzt muss ich gerade selber schauen. Ah ja, genau. Wir müssen jetzt hier runter. Und das machen wir auch natürlich. Oh, hier ist so dunkel. So, ja, da ist eine Truhe. Ich glaube, die beißt uns noch nicht. Ah, Gift! Oder kein Gift, Pfeile. Falle. Okay. War hier eine scheinbare Wand? Nein, war sie nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn hier eine gewesen wäre. So, hier könnt ihr nicht aufmachen. Ihr seht, geht nicht. Aber haut einfach einmal dagegen. Wartet. Hallo. Und dann kommen sie von selber zu euch. Ihr müsst euch gar nicht die Mühe machen. Dass ihr denen hinterherjagen müsst. Nein, die kommen dann einfach zu euch. Okay, und dann... Oh Gott, hier ist es so dunkel. Was ist denn hier? Gott, ich sehe gar nichts. Ah, hier scheint die Truhe zu sein. Öffnen wir es einmal. Vielleicht ist ja wieder eine Falle. Ich jump lieber schon mal gleich weg. Nee, alles cool. Ja, und wir haben den Lebensring gefunden. Eigentlich ein recht cooler Ring für den Anfang. Weil der erhöht einfach mal so unsere maximale TP. Auch nur leicht, aber hey, immerhin. Mehr Lebensenergie ist nie verkehrt, Freunde. So, dann klettern wir wieder hoch. Hier haben wir soweit alles erledigt. Und dann wollen wir ja jetzt vielleicht die kleine Party-Quest machen. Die geht auch recht schnell. Wir müssen jetzt nur hier durch, überleben und von oben runterspringen. Und dann gibt er uns ein cooles E-Time. Item. Wie komme ich jetzt auf E-Time? Alter! Was ist manchmal kaputt mit mir? E-Time. Ich habe ein neues Wort erfunden, Freunde. Wir müssen gucken, dass wir die irgendwie so schnell wie möglich weghauen können. Okay, und zack, zack, zack. Au! So. Und dann haben wir es ja weggesnatzt, sag ich mal. Hauen uns einen Lebensstein rein.
War hier noch ein Item? Ich weiß es gerade gar nicht. Glaube aber nicht. Nein, hier war nichts mehr. Oder? Nee. Aber hier war irgendwo eine Wand, glaube ich. Eine scheinbare Wand war hier irgendwo. Wenn ich mich nicht täusche. Aromaschlick verstärkt unsere Waffe mit Magie. Genau, hier war das. Richtig. Hier war die scheinbare Wand. Ich wusste es doch. So, öffnen wir auch gleich mal das Trüilein, sag ich mal. Und was finden wir? Ein Zauberstab und gelbes Kraut. Sehr schön. Wir sind zwar kein Magier, aber hey, scheiß drauf. Wir werden auch übrigens ein bisschen Magie trainieren, weil wir wollen ja Pyromant sein. Das macht nämlich unfassbar viel Spaß, Freunde. So. Zack. Und dann gehen wir jetzt zum Pate. Ja. Genau, jetzt gib mir das Ding. Damit können wir jetzt anderen Spielern helfen. Das ist, ersetzt quasi die Glocke im Bloodborne. Ja, und in Dark Souls 1 ist das gleich geblieben. So, jetzt bräuchten wir eigentlich einen Bogen, ne? Aber wir können den noch nicht ausrüsten, ne? Wir haben auch keine... Scheiße. Okay. Dann heißt es jetzt gut Glück. Schmeiß doch das Bämmchen hierher. Oh nö. Komm schon, hier. Hier. Oh fuck. Scheiße, ich glaube, so wird es nichts. Scheiße. Okay, wir müssen es jetzt auf die Art und Weise machen. Und versuchen uns vielleicht nicht nochmal von denen treffen zu lassen. So, du bist da verbuggt. Nein, du kommst trotzdem. Scheiße. Au! Hennerblöder. So, dann kriegen wir noch eine Flügellanze. Super, nützt mir jetzt rein gar nichts. Und dann knöpfen wir uns jetzt den hier vor. Seinem dämlichen Speer. So, und dich hauen wir jetzt auch noch weg. So, und dann kommt jetzt hier eine Stelle, da konntet ihr das letzte Mal, wenn ihr in Dark Souls 2 unterwegs wart, ganz easy nach oben. Tut das bloß nicht. Ich werde euch gleich zeigen, warum. Wir gehen jetzt auch wieder weg. Ich hoffe, das war hoch genug. Genau, weil da kommen nämlich jetzt die Gegner runtergesprungen. Und wenn die euch in den Rücken fallen, ist das nicht ganz so cool, Freunde. Weil selbst dann die kleinen Gegner euch extrem viel Schaden machen. Und ihr wisst, in Dark Souls sollte man niemals einen Gegner unterschätzen. Okay, ihr zwei seid blöd. Das war ein cooler Move. Hätte ich selber nicht damit gerechnet. Egal. Dann nehmen wir hier die Hellebarde mit und drehen uns wieder um und versuchen nicht runterzufallen. So, dann gehen wir durch die Nebelwand hier und dann schalten wir eine nächste Abkürzung frei. Und dann, liebe Freunde, können wir auch gleich fast schon zum Boss gehen. Ich will bloß noch nach Majula ein bisschen aufleveln. So. Nehmen wir natürlich alles mit, was wir kriegen können. Sind jetzt natürlich nicht die besten Sachen, sag ich mal. Aber haben wir vielleicht einen besseren Schild? Der macht 85, der macht 90. Okay, der hat jetzt halt ein bisschen bessere Verteidigung. Nehmen wir doch gerne mit. Brauchen wir jetzt für den Boss eigentlich nicht. Aber das macht jetzt mal rein gar nichts. Oh, hallo Item. Ein Feuerpfeil oder 10 Stück. Sehr schön, die hätten wir gerade gebrauchen können. Verdammt! Okay, so, wir gehen jetzt wieder nach oben. Ihr seht schon, wo wir hier rauskommen. Aha! Genau, hier waren wir doch schon mal. Das ist vollkommen richtig, Freunde. Dann werden wir jetzt hier wieder mal uns heilen. Wir reisen nach Majula. So, sehr schön. Ach, und dann gehen wir zur Smaragdboot hin und steigen da mal ein paar Level auf. Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt, weil wir uns dann doch ein bisschen, nur ein bisschen, also wirklich nur ein bisschen leichter tun, ne? Ach ja, wir haben ja noch sogar unsere Estus Flakor-Scherbe aus der letzten Folge noch nicht abgegeben. Mann! Inferno, du Spast! So.
Okay, dann steigen wir jetzt mal auf. Okay, Lebensenergie ist jetzt noch nicht so wichtig. Stärke sollte man auf jeden Fall jetzt skillen, so gut es geht. Stärke ist jetzt erstmal für den Krieger ganz, ganz wichtig. Und wir nehmen einmal Zauber. Genau, und ab 10 können wir dann auch die erste Pyromantie. Das will ich so haben, dass wir es ungefähr ab der Niemandswerf, dass wir da 10 haben, dass wir einen Zaubereislot haben. Und dann können wir die erste Pyromantie schon anwenden. Hoffe ich zumindest. Jetzt reisen wir wieder nach Wald der gefallenen Riesen in den Kardinalsturm. So. Ja, ach so, vielleicht sollte ich euch auch erklären, wie jetzt eigentlich das Hilfe- oder das Rufsystem in Dark Souls funktioniert. Ich weiß, ich wollte eigentlich ohne Hilfe durchspielen, aber für Leute, die es nicht wissen, man kann es sich dadurch halt echt einfacher machen. So, ach so, die kosten 300, dann kann ich das eigentlich vergessen. So, dann gehen wir runter. Ja, mehr 3 Estus Flakon. Ich hoffe, das reicht. Müsste eigentlich schon. So, okay. Nehmen wir dich mit. Du kommst von da hinten. Gucken wir mal, wie die Blockrate vom Schild ist. Ja, doch, bin ich ganz zufrieden eigentlich. So, für einen Anfang kann man da auf keinen Fall meckern. Habe ich vielleicht noch irgendeinen Lebensstein im Inventar? Ja, habe ich sogar. Tatsache, 2 Stück. Können wir auf jeden Fall gebrauchen, weil ich will die Estus Flakons nicht immer so leichtfertig verschwenden. Weil wir haben jetzt im Moment halt nur 3 Stück davon. Und von den Lebenssteinen, ja, die sind halt nicht so. Naja, die heilen halt auf längere Zeit ein bisschen besser. Das Estus Flakon, finde ich, lohnt sich zwar im Bosskämpfen schon. Aber auch erst über einen anderen Zeitpunkt. So, okay. Ja, hier seht ihr jetzt schon solche Symbole auf dem Boden. Hä, was ist das? Da können wir jetzt NPCs rufen oder eben auch andere Mitspieler. Na, was ihr dafür tun müsst, ist zum Beispiel den sanftmütigen Part oder Pate oder Pate dieses Phantom rufen. Dann dauert es immer einen kleinen Augenblick. Manchmal klappt es auch nicht, weil dann die Phantome zu schnell den Server wechseln. In dem Fall jetzt, da es ein NPC ist, klappt es immer. Es sei denn, ihr tötet den NPC natürlich, dann ist schlecht. So, zur Strategie bei dem Boss. Ich würde euch empfehlen, geht auf 2, also auf 2-händig. Der Grund ist folgender. Der Boss ist nicht wirklich schwer, aber der kann euch mit 1-2 Schlägen komplett runterputzen. Deswegen geht auf jeden Fall auf 2-Hand und auf Ausweichen. Blocken lohnt sich bei dem Boss eigentlich absolut gar nicht. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Wir gehen durch den Nebel durch. Genau, dann haben wir hier ein bisschen rotes Zucken. So, dann schaut auf jeden Fall, dass ihr durchkommt und die Füße anvisiert. Und dann, wenn er so macht, natürlich ausweichen und versuchen, dass er euch nicht treffen kann. Genau, das ist nämlich ganz, ganz gefährlich, weil der kann auch mit so einem Stampfer richtig schön Schaden austeilen. Und das tut richtig weh und das wollen wir nicht. Wir wollen ja keinen Schaden riskieren. So. Auch bei seiner Ding, wenn er die nach hinten schlägt, seinen Arm, so zum Beispiel, kann er euch auch hinter ihn treffen. Wenn ihr hinter ihm steht und jetzt versucht mal auszuweichen, wir haben es gerade noch geschafft, Gott sei Dank. Das macht er normalerweise 3-mal, genau. So. Ja, jetzt reißt er sich einen Arm aus, das ist nämlich die nächste Stufe dann von dem Boss hier. Dann stampft er wieder. Wieder schön aufpassen, schön ausweichen. So. Und jetzt dann. Ja, und dann seht ihr hier schon, heilige Scheiße, der tut Aua. Der tut richtig Aua. So, jetzt nehmen wir hier gleich meinen Estus Flakon. Oh, Alter, leck mich am Arsch. Oh, gleich noch eins. Oh. So, jetzt sag ich's mir aber. Oh, 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 oh. So, aber jetzt haben wir ihn. So, das war's. Ihr habt gesiegt und so haben wir den ersten Boss auch besiegt. Wir werden jetzt den Part eigentlich nicht mit dabei gebraucht. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wieso das System funktioniert für Leute, die es noch gar nicht kennen. Jetzt haben wir den Boss erledigt. Was als nächstes folgt, dürfte eigentlich jedem von euch klar sein. Wieso kann ich dich eigentlich noch rufen? Na, egal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mit dem Aufzug wieder nach oben. Das dauert immer ein bisschen. Wir können uns ruhig noch ein Lebenssteinchen geben.
Jetzt kann man auch wieder auf normale Haltung gehen. Dann gehen wir hier jetzt durch. Lalalala. Nach oben. Wir haben jetzt schön 8000 Seelen im Schlepptau. Das ist doch mal eine schöne Sache. Dann gehen wir jetzt auf Reisen. Gehen wieder nach Majula. Wir werden jetzt noch ein bisschen aufsteigen, weil das ist wirklich ganz, ganz wichtig, gerade am Anfang, dass ihr da schön hier euren Charakter ein bisschen pusht. Wenn ihr einen Krieger habt, geht wirklich auf Stärke am Anfang. Ihr könnt später noch auf die Geschicklichkeit gehen, damit ihr Bogen benutzen könnt und so weiter. Aber geht wirklich erstmal schön auf Stärke. Und ja, wer Pyromant spielen will, der sollte seine Zauberei so früh wie möglich auf 10 bringen, weil es dann könnt ihr einfach, wenn es vom Level höher ist, auf die anderen Attribute wie Ausdauer oder eben Lebensenergie euch konzentrieren. So, wir gehen jetzt zu der Dame wieder und steigen mal auf. So, jetzt auf jeden Fall hier Konstitution. Gehen wir gleich 2 hoch. Oder wir können eigentlich auch... Ja, nee. 2 reichen auf jeden Fall. Dann machen wir noch Stärke. Jetzt kann man auch Geschicklichkeit nehmen, weil wir haben genug. Und dann, ihr seht schon, da oben, aha, Waffe 1, bringt nichts, ne? Wenn ich jetzt da auf Geschicklichkeit gehe, bringt gar nichts. Das heißt, wir haben nur Angriff, Geschicklichkeit und körperliche Abwehr. So, das heißt, den letzten Punkt werde ich jetzt auch noch in Stärke investieren. Ach so, einen wollte ich ja noch auf Zauber. Und dann machen wir das so. Und dann sind wir eigentlich recht gut aufgestiegen, Freunde. So, ist jetzt die Oma schon hier? Ja, jetzt seht ihr hier, ah, die Oma ist am Start. Ja, wir kaufen auch was bei dir. Und zwar gehen wir rüber, und das solltet ihr euch merken, kauft immer diese, ja, sage ich mal, diese kleinen Lebenssteine, weil die können manchmal über Leben und Tod entscheiden. Zum Beispiel, wenn ihr vergiftet seid, ein Estus Flacon heilt euch zwar komplett, aber das Gift heilt es nicht. Und so hebt sich dann der Gifteffekt auf, wisst ihr? Wenn ihr dann so einen Lebensstein nehmt, geht genauso viel Lebensenergie ab vom Gift, wie ihr vom Lebensstein zurückbekommt. So bleibt das in der Waage, falls ihr mal kein Gegengift dabei haben solltet. Nur so als kleiner Tipp am Rande. Gut, liebe Freunde, dann sage ich wie immer vielen herzlichen Dank fürs Gucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ansonsten sage ich dann mal Tschüss!